Auch knapp 22 Stunden nach dem Bombenanschlag auf das Münchner Oktoberfest herrscht über Täter und Motive noch immer Unklarheit. Das Bombenmassaker von München geht offenbar auf das Konto des Rechtsextremismus. Für die Opfer des Anschlags findet morgen Nachmittag in München eine Trauerfeier statt. Blutiges Ende eines unbeschwerten Oktoberfestbesuchs. 13 Menschen sterben, über 200 werden schwer verletzt. Als am 26. September 1980 am Haupteingang der Theresienwiese in einem Papierkorb eine Bombe explodiert. Dieses Denkmal wurde im September 1981 der Öffentlichkeit übergeben. Es wurde an der Stelle errichtet, an der sich der Anschlag ereignete. Eine bronzene Säule mit einer Inschrift bildet das Zentrum des Monuments. Im Laufe der Zeit wurden Details verändert. Auf Wunsch der Angehörigen wurden die Namen der Opfer hinzugefügt. Die Stele bildet den Mittelpunkt eines Kreises mit einem Durchmesser von ca. 6 Metern. Die eine Hälfte des Kreises bildet eine fast 3 Meter hohe Stahlwand. Sie sieht aus, als wäre sie von Bombensplittern durchlöchert, was die Ausmaße der Explosion verdeutlichen soll. Die andere Hälfte bildet eine in den Boden eingefasste Stahlschiene. Erste Ermittlungen ließen annehmen, dass es sich um einen Einzeltäter handelte. Untersuchungen ergaben, dass der Anschlag einen rechtsextremen Hintergrund hat. Die Ermittlungen wurden im Dezember 2014 neu aufgenommen, um mögliche Mittäter zu ermitteln. Anlässlich dazu wollten wir wissen, welche Bedeutung dieses Denkmal für die Öffentlichkeit hat. Es gab ja einen Anschlag hier beim Oktoberfest. Genau. Und das ist davon, das war 1980, glaube ich. Dieses Kunstwerk oder Mahnmal oder nein, keine Ahnung. Nach meinem Wissen stand das Denkmal, wo im Rahmen der Wiesen ein Bombenattentäter um die 30 Menschen in die Luft gesprengt hat. Es war ein rechtsextremer Anschlag. Könnten eigentlich so Länder sein, oder? Also, ja, sieht ein bisschen so aus. Schwierig zu sagen, aber ich denke, es hat einfach ist die Stelle, wo halt dieses Ding hochgegangen ist, kann ich mir vorstellen. Ich weiß es, also ich. Ja, es schaut für mich aus wie irgendeine Wand mit durchdrungen von Bombensplittern oder irgendwie so in der Art. Oder ein Zelt vielleicht, wegen Bierzelten hier. Nicht wirklich. Also ich habe es mitbekommen jetzt im Nachhinein, eben 1980 haben sie gesagt, war es. Im Nachhinein habe ich es mitbekommen, dass es war und habe so die Fakten mitbekommen, aber überhaupt keinen persönlichen Bezug. Ne? Ja, meine Schwester war in dem Park auf der Wiesn und hat zu dem Zeitpunkt die Wiesn verlassen, allerdings auf der anderen Seite, zum anderen Ausgang raus. Ich war an dem Tag auf der Wiesn. Ich war an dem Tag auf der Wiesn, aber ich habe von dem Anschlag nichts mitbekommen. Weil da waren ja eine Menge Leute, ich war ganz woanders gesessen, ganz hinten irgendwo, habe nichts mitbekommen. Nur am nächsten Tag hat die Firma Anwesenheitskontrolle gemacht. Das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube, es gibt nicht die richtige Möglichkeit, solchen grauenhaften Erlebnissen in den Hinterbliebenen, deren Leben das wirklich würdehaft zu gedenken. Also ich denke auf jeden Fall am Jahrestag irgendeine Aktion, vielleicht auch von der Stadt München. Und über die künstlerische Variante kann man immer streiten, denke ich, was man da drin sieht oder nicht sieht. Ich denke, das alleine reicht sicher nicht aus. Das muss jeder auf seine Weise für sich entscheiden, wie er den Opfern gedenkt. Also ich bin der Meinung, ein Denkmal, vielleicht auch ein Mahnmal muss sein, das ist auch richtig. Sollte jeder so tun, wie er es selber für richtig hält. Ich finde es aber wichtiger, anstatt Denkmäler zu bauen, dass man dafür sorgt, dass die Gesellschaft besser zusammenhält und besser funktioniert und dass sowas nicht wiederholt wird. Ich denke, 34 Jahre ist jetzt auch nicht so lang her und das Oktoberfest gibt es heute auch noch. Ja, ich glaube, ohne Zeitfaktor. Ne? Ich meine, da sind Menschen gestorben. Und unabhängig davon, ob es jetzt 30, 60 oder 70 Jahre her ist, sollte man immer da irgendwie ein Gedenken weiterhin aufrechterhalten. Ja. Genau, dass die Einzeltäter-Variante eher nicht der Fall ist, dass aus dem rechten
aus dem rechten Raum da so ein bisschen Mitwisser oder Mittäter gab wahrscheinlich, ne? Relevanz hat es leider immer.